Was genau kann ich mir unter einem Lernmanagementsystem bzw. einer Personal Learning Environment, also frei übersetzt einer persönlichen Lernumgebung, vorstellen? Ist vielleicht die Bezeichnung digitale Schultasche für das LMS zutreffend bzw. digitales Klassenzimmer für die PLE? Ja, danke. Das ist natürlich eine spannende Frage. Vielleicht muss man da sogar ein bisschen weiter ausholen. Also ein Learning Management System ist eigentlich sehr grob gesprochen ein Informationssystem, welches im Lehr- und Lehrkontext eingesetzt wird. Warum ich das bewusst so informatisch betrachte, ist, weil also manchmal also davon geträumt worden ist, dass man damit hochgradige didaktische Szenarien umsetzen kann und also lange Zeit Learning Management Systeme begleitet waren von dem Vorwurf eigentlich, also dass viel zu wenig Didaktik da drin umgesetzt worden ist. Aber so ein System ist eigentlich seinerzeit gebaut worden, um Prozesse beim Lernen und Lernen also zu unterstützen, und zwar vorwiegend organisatorischer und administrativer Natur. Das heißt, es geht um Benutzermanagement, zur Verfügungstellung von Lernmaterialien, und die kann man dann natürlich auch begleiten. Aber der Hauptfokus war eigentlich im ersten Ansatz einmal wirklich auf dem Management-Teil, also Learning Management System. Und die Personal Learning Environment, das ist also eigentlich ein Schritt weiter gewesen, ist also, würde ich sagen, vor 5, 6, 7 Jahren ganz groß im europäischen Kontext verwendet worden. Es war die Idee, dass man jetzt von dem content-zentrierten Inhalt oder auch lehrenden-zentrierten Inhalt, also Learning Management System für den Lehrenden, mehr zu dem Studierenden schaut und studierendenzentrierter arbeitet. Also die Idee eigentlich, der User, in dem Fall der Studierende, kann seinen oder ihren Content dementsprechend selbst aufbereiten und dann wirklich mit dem System beginnen, individualisiert zu arbeiten. Das sind also die zwei ganz großen Unterschiede gewesen, das eine lehrendenzentriert, das andere studierendenzentriert. Spannend waren dann die verschiedensten Entwicklungen. Heute würde ich das also auch viel differenzierter sehen. Also Personal Learning Environment ist per Definition Environment aus technischer Sicht natürlich wiederum eine Umgebung, die also eben viel flexibler gehandhabt werden kann. Das kann man aber Ganze noch viel weiter denken, indem man sagt, die ganze Umgebung ist eigentlich das Internet, und ich richte mir in meiner Personal Learning Environment quasi nur mal Werkzeuge her, wie ich also alltäglich lerne. Und das ist also ein sehr breiter Begriff, also von einem abgeschlossenen System bis hin zu einem System, wo man sagt, eigentlich ist es das Internet und es sind nur mal Werkzeuge, und das ist meine alltägliche Arbeit. Worin bestehen die Vorteile von Lernmanagementsystemen und Personal Learning Environments im Vergleich zu herkömmlichen Webseiten, auf denen Informationen bzw. Wissen angeboten wird? Ja, also das ist also einfach erklärt, also Learning Management Systeme haben grundsätzlich also was sehr Gutes, und zwar sie helfen uns also wahnsinnig stark, also Prozesse des Lernen und Lernens oder unterstützende Prozesse, sei es zum Beispiel das Verteilen von Materialien, gut zu organisieren und also auch zu strukturieren und also den Studierenden anzubieten. Also klassischer Fall ist, also ein Lehrender hat eine Lehrveranstaltung, hat eine Lehrveranstaltungsgruppe und möchte dieser Lehrveranstaltungsgruppe dementsprechend Inhalte zur Verfügung stellen, und aus verschiedensten Gründen bleibt es im geschlossenen Raum. Das kann ganz banal sein, einfach weil also da drinnen mit Matrikelnummern und sonstiges gearbeitet wird, Übungsabgaben erforderlich sind, und deswegen kann man also das nicht öffentlich freischalten. Und das ist der Hauptteil, das heute also von Learning Management Systemen geleistet wird, und das ist aus meiner Sicht sehr gute Arbeit, weil ohne die Learning-Management-Systeme würden wir also überhaupt nicht in der Lage sein, an einer Universität heute noch normal arbeiten zu können, weil dadurch natürlich auch Personalressourcen andersartig verwendet werden. Während also der typische Einsatz vom Personal Learning Environment wesentlich schwieriger ist, weil es natürlich, wie gesagt, sehr stark individualisiert worden ist und also es sehr schwer ist, quasi auf jeden kleinen Wunsch des Lernenden einzugehen und quasi wieder um über eine Umgebung quasi Individualität auszudrücken, haben wir also gemerkt in den letzten Jahren, also da stoßt man grundsätzlich doch sehr schnell an die auch technischen Grenzen. Und das würde ich heute also als das größte Problem der sogenannten Personal Learning Environment sehen. Welche Vorkenntnisse muss man mitbringen, um ein LMS bzw. eine PLE zu nutzen? Also wenn man wirklich nur den Nutzenden anschaut, also in dem Fall den Lernenden, dann ist es eigentlich so, dass also das Bedienen eines LMS aus meiner Sicht heute keine großen Vorkenntnisse mehr benötigt. Zumal also gerade an Hochschulen die Studierenden von den Schulen her genug geschult worden sind, dort meistens sowas im Einsatz war. Und ob das System also A oder B verwendet wird, ist also dann egal. Es ist im Prinzip eine Webseite, wo man sich einloggen muss und zu seinen Materialien kommt. Das ist also vielleicht auch ein anderer Standard, wie man es von jedem anderen Informationssystem gewohnt ist, sei es von einem Verein oder sonstiges, das unterscheidet sich ja kaum. Wir
brauchen also auf Seiten der Studierenden auch kaum Schulungen. Auf Seiten der Lehrenden sehr wohl, weil natürlich das Einstellen von Materialien, das Einstellen von gewissen Aktivitäten oder Möglichkeiten des Uploads und sonstiges braucht ein bisschen eine Schulung und da muss man sich nicht auf das System abstimmen. Das heißt, Schulungsaufwand hauptsächlich bei den Lehrenden einerseits, also wie gehe ich mit dem System um und welche Möglichkeiten hat es, bei den Lernenden sehr wenig, weil es also doch heute schon, würde ich nicht sagen intuitiv ist, aber zumindest dem Standard entspricht, wie man heute also mit so Dingen umgeht. Bei der Personal Learning Environment ist es wesentlich schwieriger, weil eigentlich geht es da gar nicht so sehr um den Gedanken des Systems, das ist da ja nicht im Vordergrund, sondern eigentlich um die Individualisierung. Das heißt, es geht eigentlich um Strategien, wie kann ich das Web und die Möglichkeiten der Webtechnologie oder andere wertige Medien verwenden für das eigene Lehren und Lernen. Also wenn man jetzt das Lernen im Fokus hat, für das eigene Lernen. Und das ist natürlich jetzt schwieriger, weil das heißt, ich muss einmal überhaupt wissen, also was ich für mein Lernen brauche und dann muss ich mir die entsprechenden Instrumente und Werkzeuge dementsprechend zurechtlegen und auch nutzen. Und das kann durchaus vielfältig werden und es ist in der Regel sehr schwer, es also auch zu schulen, sondern eigentlich kann man nur Tipps geben und sagen, naja, wenn du zum Beispiel das dir lieber so aufbereitest, da kenne ich zum Beispiel dieses Tool, dieses Werkzeug. Und also das ist dann eine ganz andere Vorgehensweise. Wo werden LMS und PLEs bereits eingesetzt, beziehungsweise wo macht es Sinn, diese einzusetzen? Ja, also bei Learning Management Systemen würde ich heute sofort immer unterschreiben, dort, wo eine große Masse an Lernenden ist. Das heißt also, je mehr Lernende man hat, also typischerweise in Grundlagenvorlesungen an Universitäten, wo wir also davon reden, von 200, 300 bis auch weit mehr Lernende in einer Lehrveranstaltung, da würde ich heute sagen, wäre es unmöglich, ohne ein System zu arbeiten. Das heißt also, man hat dort alles drinnen, verwaltet alles und da nimmt also wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand ab, bis hin auch, dass man Peer-to-Tor und so weiter auch verschiedenartige Szenarien umsetzen kann. Das heißt, grundsätzlich heißt, je weniger Lernende werden, umso weniger wird ein System notwendig. Das scheint mir auch das Problem der Schulen zu sein, weil eine Klassenstärke, ja, da kann ich eigentlich, also sage ich mal, Files oder andere Dinge auch anderswertig machen. Dazu brauche ich kein großes System. Also mit großen, also einfach ausgedrückt, Learning Management Systeme machen dort Sinn, wo also wirklich große Massen zu bedienen sind. Also dort sofort und je mehr die werden, umso wichtiger. Dadurch sehen wir auch, dass es im Hochschulkontext also sehr wohl seine Berechtigung hat. Personal Learning Environments, wie gesagt, wird also viel schwieriger. Da geht es also um Medieneinsatz und adäquaten Medieneinsatz, der ist auch zu Schulen. Das wäre auch an Schulen schon sinnvoll. Das heißt also, welche Werkzeuge verwende ich ist für mein eigenes Lernen. Und dort also sehe ich es eigentlich unabhängig von Größen, sondern da geht es eigentlich darum, Medieneinsatz richtig also zu machen. Und das könnte man also bereits sehr früh beginnen. Am Beispiel der TU Graz, wie werden LMS und PLEs dort eingesetzt? Ja, also die TU Graz hat natürlich ein Learning Management System, wie jede Universität, also jede andere Universität heute in Österreich auch und auch weit auch darüber hinaus. Das heißt also, das ist das wichtigste Tool oder Werkzeug im Informationssystem, das wir also hier haben und auch zu bedienen haben, ist die Hauptlast, also der eigentlichen Abteilung. Das ist die Hauptarbeit und das ist natürlich, also geht immer weiter voran. Bei der Personal Learning Environment haben wir also vor 5 Jahren selbst eine entwickelt, damals noch mit der Idee, das als Umgebung zu machen. Das ist also heute ein bisschen aus dem Fokus gerückt, dass man also das nicht mehr so als Personal Learning Environment sieht, sondern man sieht das heute als die Möglichkeit von Learning Objects. Das heißt also, wir platzieren in diesen Personal Learning Environments verschiedene Learning Objects, die im Rahmen der Universität erzeugt werden und können dort dem Studierenden anbieten. Da kann er hinschauen wie auf einem Marktplatz und schauen, ob geeignete Learning Objects für sein Problem gerade vorhanden sind. Also könnte man es böswillig formulieren, das ist ein großes Repository von Learning Objects, oder man könnte auch sagen, man hat hier eine große Anzahl unterschiedlicher Dinge, die eigentlich das Lernen und Lernen unterstützen sollen. Und das bezeichnen wir immer noch als Personal Learning Environment, weil theoretisch das mit dem möglich ist, weil man sich auch andere Webdienste in diese Umgebung reinholen könnte. Der Vorteil wäre also in seiner Umgebung, den habe ich hier noch nicht erwähnt, wäre natürlich, dass man natürlich überprüfen könnte oder mit den Studierenden gemeinsam arbeiten kann, während wenn ich sie wirklich ins Web lasse, immer das Problem habe, dass ich eigentlich gar nicht weiß, in welchen Tools bewegen sich die und da ist die Zusammenarbeit dann also wesentlich schwieriger. Aber wie gesagt, also das ist einerseits eine technische Grenze, auf der anderen Seite sind es auch Vorlieben und so weiter, die man also nicht so schnell umsetzen kann.